Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talking Malls. Heute zwischen den Advents-Specials. Ja, ich hatte letztens ganz überraschend Post von St. Kilian, so ein kleines Paketchen. Habe mich mehrere darüber gefreut. Und ich habe erneut ein Dekonstruktionspaket, so wie sie es nennen, zugeschickt bekommen. Und zwar diesmal von der Signature Edition 3, also die dritte Abfüllung. Und wie es schon heißt, dritter Whisky, den sie jetzt abfüllen. Und auf den freue ich mich sowieso ganz besonders, weil der ist nämlich rauchig. Der ist angelehnt an die klassischen schottischen rauchigen Single Malts. Verwendet wurde nämlich rauchiges Highland Malt. Allerdings mit einer kleinen Überraschung von St. Kilian, gemischt mit nicht rauchigem Pilsener Malz. Und das ergibt dann insgesamt einen Rauchgehalt so von 38 ppm. Also gut rauchig, gut dabei. Und Lagerung ist auch an Schottland angelegt, an diese ganzen Klassiker wie Laphroaig und was weiß ich was. Nämlich gereift in Ex-Tennessee, also American Oak, und Quarter-Cask-Fässern. Ja, die beiden Fässer wurden verwendet. Wie gesagt, Dekonstruktionspaket. Die beiden Fässer werden dann zum finalen Produkt vermehlt. Und ich werde es natürlich jetzt so machen, dass ich wieder erst die beiden Fassproben verrieche und dann das finale Ergebnis. Natürlich stilecht hier aus St. Kilian. Dazu habe ich auch noch einen kleinen Brief bekommen. So, für uns ist der Auftakt der ersten rauchigen Abfüllung wie eine zweite Whisky-Premiere, denn bei uns hier brennt jeder für rauchige Whiskys. Ich auch, wie Sie glaube ich auch wissen. Der neue 3 aus der Signature Edition steht ganz in der Tradition klassischer Peated Malt Whiskys. Gebrannt mit getorftem Gerstenmalz aus Schottland und gereift in den besten Fässern aus amerikanischer Eiche. Inspiriert von klassischen Peated Malts reift er in ausgewählten Tennessee Whiskey Barrels und Quarter Casks aus Texas für besonders vollmundige, würzige, leichte Aromen. Ja, und du erhältst heute hier das Dekonstruktionsset unserer Signature Edition 3 in ihre Bestandteile zerlegt. Natürlich haben wir auch ein Sample from 3 für dich dazugelegt. Ja. Genussvolle Grüße, der Mario Rudolph, Masterdistiller. Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich schon auf die Edition 4, wann sie irgendwann auch mal rauskommt. Ich würde auch mal sagen, fangen wir jetzt mal direkt hier an, die kleinen Fläschchen einzufüllen. Ich werde es, glaube ich, so machen, dass ich erst die Tennessee-Fässer probiere, dann Quarter Cask, weil ich denke mal, Quarter Cask, wie der Name schon sagt, die sind ja deutlich kleiner. Ich sage immer, die Ex-Tennessee haben ja gute 200 Liter, die Quarter Cask Fässer halt nur so 50 Liter. Damit hat halt der Whisky viel mehr Holzkontakt und damit reift er auch intensiver. Deswegen würde ich sagen, mache ich den als zweites und dann zum Schluss halt Gesamtergebnis. Ne? Hier haben wir Ex-Bourbon bzw. Tennessee Barrels. Kleines bisschen reicht ja schon. So. Hier haben wir die Quarter Cask. So, und dann. Oh, ich habe schon Rauch in der Nase hier. Also, eigentlich kann es nur gut werden, weil ich habe auch. Ich habe ja auch ein paar, da kommt von dem ich ein bisschen mehr. Ich habe ja auch ein paar Spirits von denen im Regal stehen. Und boah, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, war es der Batch 4, der glaube ich rauchig war. Und der war echt richtig gut, obwohl es nur ein Spirit war. So, mal schauen, was hier der rauchige Whisky macht. Also erstmal jetzt hier die Ex-Tennessee Fässer. Richtig, richtig schöner Rauch. Hier ist halt der Vorteil an, also zum einen natürlich der Signature Edition 2, der roch natürlich auch nicht nach nur 3 Jahren oder so, der war auch sehr schön gereift. Wir haben halt ein echt geiles Fassmanagement. Aber beim rauchigen Whisky ist halt noch mehr, dass der Rauch da so
noch drüber ist. Und hier hat man wirklich richtig schön Lagerfeuerrauch. Leichte Würze und Fruchtigkeit auch. Weiß halt nicht, wie frisch diese Fässer jetzt waren. Ob das First Fill war oder Second Fill oder Third Fill. Aber leichte karamellige Süße kommt jetzt auch in die Nase, neben diesem Rauch, der Richtung Lagerfeuer geht auf jeden Fall. Schönes brennendes Lagerfeuer. Ja, und dann so eine leichte Fruchtigkeit nach Birne. Schöner Apfel. Und so ein bisschen kommt so Kaminofen in die Nase. Jo. Also Nase ist schon mal super angenehm. Für Rauchliebhaber ideal. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Quarter-Cask-Fässer, ob die jetzt wirklich sehr anders sind. Ja, sind sie. Sehr anders. Ist das gleiche, ne, wie bei der Edition 2. Da waren ja auch drei Fässer und drei total unterschiedlich. Hier finde ich jetzt, ist der Rauch gar nicht so schwer wie beim Bourbon. Dafür ist aber gut Eichenwürze. Die merkt man richtig, dass hier richtig schon Eiche mit drin ist. Mit einer schönen Würzigkeit. Könnte auch schon so Richtung Kräuter gehen. Jo, viel Holz. Rauch ist, wie gesagt, auch natürlich auf jeden Fall da, auch Richtung Lagerfeuer gehend. Aber nicht so dominant wie beim Ex-Tennessee-Fass. Ja, was ist das? Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fachmann, wenn da so kräuterig halt, ne? Aber was für Kräuter, da bin ich raus. Also leichten Kräuterstand hat man hier in der Nase. Brennender Kräuterstrand. Stand. Strand. Ja. Und jetzt beides zusammen. Ja, da merkt man halt wieder, das sind dann halt das Beste aus beiden Welten, ne? Da ist der Rauch wieder dominant. Das heißt dominantär. Schöne Süße ist dabei. Und im Hintergrund sind diese Quarter-Casks. Da kommt dann dieser Konterpunkt mit der Würze, mit der Eiche. Hier habe ich auch ordentlich Vanille. Jo, schön fruchtig, wieder dieses Lagerfeuer. Jetzt habe ich so ein bisschen Bratapfelaroma, diese schöne süße Vanille mit dieser Fruchtigkeit, leicht Birne, Apfel. Na, ich sehe mich jetzt schon wieder Sonntag beim zweiten Advent vorm Kamin sitzen mit meinem Bratapfel und Glühwein. Freue ich mich schon drauf. Also das verspricht ja echt schön zu werden. Das hätte ich fast probiert, aber jetzt will ich erstmal hier Ex-Tennessee. Also richtig schöner Antritt. Nicht beißend oder so, aber doch intensiver Rauch auf der Zunge, legt sich jetzt so langsam nieder. Zarte Würze, das ist nur American Oak, ne? Und dann kommt so eine schöne Fruchtigkeit, auch wieder so leicht Apfel-Birne-mäßig. Hm.
Trockene Rauchigkeit bleibt zurück. Recht langer Abgang, immer noch da auf der Zunge. Joa, gefällt schon mal gut. Jetzt bin ich gespannt auf die Quarter Cask, weil die ja hier diese Würzigkeit mit drin haben. Aber jetzt muss ich sagen, kommt auch hier dieses schöne Vanillearoma, Creme Brûlée fast. Hinter dem Rauch hervor. Will kurz warten, bis der erste Schluck jetzt so ein bisschen verblasst ist. Jetzt geht er langsam weg. Ach ja, ganz vergessen zu sagen, ne? Alle drei Flaschen natürlich, wie halt auch die finale Abfüllung, mit 50 Volumenprozenten abgefüllt, nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt. Da ist deutlich mehr Würzigkeit drin, deutlich mehr Holz. Hat auch vorhin so eine leichte Traubigkeit im Geschmack. Lakritz, Süßholz. Fruchtigkeit ist hier nicht so dominant im Geschmack wie beim Ex-Tennessee Barrel Fass. Ja, auch hier legt sich jetzt die Würzigkeit auf der Zunge nieder. Der Rauch ist auch hier, finde ich, nicht so heftig wie beim Ex-Tennessee Fass. Ja, aber hier deutlich mehr Eiche im Abgang. Schön zart bitter. Nicht unangenehm, sondern wirklich schöne Eichigkeit noch. Jetzt bin ich gespannt auf den, ja, auf das Finalergebnis, auf die Mischung von beiden Fässern. Mal kurz so machen. Ja, in der Nase hat er jetzt richtig schönes Lagerfeuer mit süßer Vanille. Jo. Wirklich sehr schön. Der hat jetzt ganz komisch. Jetzt das Finalergebnis hat für mich sogar so eine schon leichte Drecksnote. Also klingt jetzt gemein, ist aber sehr positiv gemeint. So eine richtig dreckige Rauchigkeit. Was heißt richtig? So eine leichte, dreckige Rauchigkeit. Vergleich gern immer mit so einem, ja, Feuerschale, weihnachtlicher Markt, mittelalterlicher Weihnachtsmarkt, wo dann Fleischspieße gebraten werden. Da kommt der Duft in die Nase, dann steht hier der Feuerkorb, dann kommt da der Qualm in die Nase. Also so schon schwerer Rauch, aber trotzdem hat man hier dann noch im Geschmack eine schöne, fruchtige Süße und immer noch so dieses leichte Vanille, Creme Brûlée und im Abgang jetzt auch noch diese schöne leichte Eiche. Natürlich jetzt nicht so stark wie bei dem Quarter Cask. Ja, die Mischung macht's, ne? Also hier sage ich wirklich, dass aus beiden Fässern zusammen das Ergebnis gefällt mir schon am besten hier. Schön. Gefällt mir richtig gut. Tolle Abfüllung. Ja, kommt so richtig hier wieder so leichter Ofen aus. Schön. Schöne Rauchigkeit. Immer wieder dann, also bei dem ist wirklich so dann schöne Rauchigkeit und immer wieder hat man halt diese leichte Fruchtigkeit in der Nase und dann kommt hin und wieder mal dieser Vanilleschwall.
Also beide Daumen hoch wieder dafür. Die können es, ne? Also es ist halt auch das Fassmanagement, was bei denen ist, was einfach so geil ist. Ja, ich glaube, da können wir uns wirklich noch auf die kommenden Jahre, auf die kommenden Abfüllungen freuen. Ja. Mich würde auf jeden Fall sehr dort interessieren, wenn ihr den Signature Edition 3 schon mal im Glas hattet, was eure Meinung dazu ist. Also mir gefällt er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Tasting wieder mit einschaltet bei Talking Malls. Ciao.